Text können Sie auch sehr gut zwischen einem iOS-Gerät und dem Mac austauschen oder kopieren. Zum Teil sehe ich die Leute, die kopieren was und schicken sich dann ein Mail hin und her. Braucht man nicht. Ich bin hier in den Notizen. Ich gehe hier drauf, wähle alles aus und kopiere mir das Ganze. Danach gehe ich in ein Word und sage hier Bearbeiten, Einfügen oder Befehl und V. Und Sie sehen, das Ganze kommt mit. Ich wechsle in ein InDesign und sogar dort geht es. Bearbeiten, Einfügen, es kommt mit. Es geht natürlich auch das Umgekehrte von einem Mac-Gerät, also macOS, kopieren. Ich gehe hier auf mein Device, Return und sage hier einsetzen und das kommt auch. Also geht das relativ gut auch zwischen einem iOS-Gerät, einem iPhone, iPad oder was immer Sie haben und einem Mac-Computer. Unbedingt ausnützen, da man die iOS-Geräte wirklich auch sehr gut in einem Workflow brauchen kann.